So Leute, hier bin ich wieder und weiter geht's mit Plants vs. Zombies. Level 1, 8. So, da wir jetzt mehr Karten haben als Slots, dürfen wir uns jetzt aussuchen, wen wir mitnehmen wollen. Und wie schon gesagt, die Kirschen benutze ich nicht oft, deswegen kommen die auch erst gar nicht bei mir mit. Es tut mir echt leid, dass ihr meine Maus nicht sehen könnt, aber ich weiß auch nicht, wie ich das einstellen soll, deswegen tut mir echt leid. Also die Sonnen müssen wir natürlich selber einsammeln und alles andere anklicken und ziehen. Also Drag and Drop. Entschuldigung. Oh, ich brauche einen Schluck trinken. Tut mir leid, dass es direkt am Anfang des Games kommen muss. Tut mir leid. So, ich lebe wieder. So, jetzt, das war's jetzt aber. Entschuldigung, Leute, ehrlich. So, diese Mancha mache ich immer gerne zum Schluss so mehr. So als letzte Rettung. Oh, einer mit Mega-Eimer, der hat mega viel Abwehr, da muss ich jetzt schnell sein. Ich hoffe, die Mine reißt es jetzt noch. Sonst habe ich ein kleines Problemchen. Ja, die macht das schon. Gut. Ja, gleich kommt die große Welle und ich habe noch nicht alle Gegner so gesetzt, wie ich wollte. Ich hoffe, das reicht jetzt auch noch. Jetzt habe ich ein klitzekleines Problemchen. Doch, das reicht nicht, das reicht, ja, sicherlich. Hallo? Jetzt habe ich doch noch eine Blume und jetzt habe ich alles so gesetzt, wie ich wollte. Ich kann natürlich noch hier vor ein paar Walnüsse setzen, damit die da überhaupt nicht hinkommen. Aber das dürfte auch so jetzt klappen. Jetzt können wir wieder gepflegt zuschauen. Ich kann natürlich auch noch ein paar mehr bauen, damit das alles ein bisschen schneller geht. Na komm hier, friss ihn auf. So, fertig ist. Und das ist jetzt der Pea-Shooter
Weiterentwicklung, Digitation, der macht halt zwei auf einmal. Also zwei. Der schießt halt zwei auf einmal, aber ich weiß gar nicht, was der da abschießt. Gut, den Manchmal machen wir raus und machen lieber eine Walnuss rein. Und fangen wieder an zu pflanzen. Ach ja, ich würde mich sehr über einen Kanalkommentar freuen. Ob ihr irgendeinen Wunsch hättet, was ich so mal zwischendurch zocke. Sowas wie Plants vs. Zombies jetzt, was man so einfach mal zwischendurch anfangen kann. So gegen die Langeweile. Da würde ich mich über einen Kanalkommentar freuen, ob das jetzt eine gute Wahl war oder eine schlechte oder was für einen Vorschlag ihr hättet. Einfach auf den Kanal kommentieren und ja. Ich wäre euch dankbar. Der hat zwei große Wellen, okay. Muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, was ich knappe. So, das war jetzt alles ein bisschen hektisch, deswegen habe ich jetzt gerade eben nichts gesagt. Tut mir leid, wenn das gerade hier wieder Totenstille war. Aber ich denke mal nicht, dass das so schlimm war. Dann habt ihr auch ein bisschen Zeit.